Und dann noch so eine Art vom Adler da. Ist irgendwie noch sogar zwei Totenköpfe da drin. Ich weiß nicht, ganz komisch. Und das sind die Nasenlöcher. Tja. Heute ist irgendwelches Treffen, findet hier Platz auch. Leute aus ganz Europa. Sehr komisch. Noch immer in Jegenstorf an der Hauptstraße, Obelisk mit Brunnen und die Erddomination. Und noch ein komisches Zeichen da dahinter. Jegenstorf. Noch immer in Jegenstorf gegenüber der Gemeinde. Sehen wir da die komischen Zeichen wie auf der Heilige Geistkirche in Bern. Da ist die Sonne-Hieroglyphe. Da vertikal auch nochmal die Sonne-Hieroglyphe in einer ganz bestimmten Form. Noch nie gesehen so. Oh, sieht aus wie ein Tempel. Ne? Da auch da. Warum? So viel Aufwand, um das hier zu machen, da das Tempel zeigt. Ne? Tja. Das hier ist Amthaus Freibrunn oder Schloss Freibrunn. Dafür, dass es ein sogenanntes friedliches Land sein sollte, gibt es schon sehr viele Schlösser als gegenübergesetzte Indizien dafür, dass es wohl nicht so friedlich hier ist oder war. Und natürlich der Obelisk mit Knospe und die vier Elemente und Brünneli mit dem Teufel. Ja, und natürlich gibt es nebendran auch wieder ein Gefängnis, so wie das sehr viel Geld aufbringt für die Adlige. Ja. Und da in dieser Zelle saß der Macher vom Film auch da in 2004. Als Dank dafür, dass er sich immer ferngehalten hat von Kriminalität und kriminelle Leute, aber das ist ja die neue Weltordnung. Wir wollen so viel wie möglich vom Gefängnis wollen sie bauen und so viel wie möglich Menschen da drin stecken. Die Knospe fehlt auch nicht natürlich. Und hier wohnt auch der Adolf Ogi in Fraubrunnen. Ich habe ihn mal besucht. Das ist überhaupt nicht so ein netter Mann, wie er präsentiert wird. Seine Frau auch nicht. Hinter Gittern haben sie sich versteckt und ich habe ihm sagen wollen, dass es Menschenrechte, dass hier gefoltert wird und so weiter. Das interessiert ihn nicht. Da hat alle Hilfe von den Medien, um sich so schön und so nett zu präsentieren mit seinem bezauberndes Pharaonenlächeln. Und der Adolf Ogi und seine Frau haben die Augen sehr nah zueinander, so wie der George Bush. Der Polanski, der Prinz Charles, die haben sehr oft die Augen sehr nah zueinander. Tja. Amthaus. Natürlich ist es auch wieder vom Schloss haben sie ein Amthaus gemacht. Früher war es die Adligen, so die Macht haben. Jetzt haben sie noch immer, aber sie nennen es Amthaus. Und gerade noch ein Gefängnis neben dran. The Dungeon auf Englisch, der Kerker. Der ist auch immer da gewesen bei den Adligen, ne? Tja. Ich würde sie nie vergeben, dass sie mir hier in alle möglichen vom Gefängnis da geschleppt haben. Nur wegen Politik. Und weil ich eine halbe Seite in der Basler Zeitung mal geschrieben habe. Darum geht es, um mein Kind wegzunehmen. 13 Jahre Terror. Ja. Okay, noch einmal das Schloss hier. Der Sitz vom Adolf Ogi. Hier in Schloss Greyert. Da sieht man wieder das Templerzeichen mit dem Mond und die Sterne und das Wasser. Und da der Schrank, der sieht aus wie Freimaurertempel da drunter. Das Dreieck und so irgendwie oben aufgemacht. Es gab es auch in die Tempel von Salomon. Anscheinend. Sehr komisch. Da der alte Pharaon. Dreiecke und Kreise. Ne?
Schloss Gruyère. Oh, schau mal die saubere Schweiz. Oh je. Schau mal. Wir haben dann die Burgherren. Da haben sie mit dem Prima Noctis, den Erstrecht, haben sie den ganzen Bauernbevölkerung, damals haben sie alle durchgevögelt. Beim ersten Tag der Heirat. Das Erstrecht. Überall ist das Gehen von diesen Pharaonen. In der Schweiz vor allem. Ne? Das Tempelzeichen auf einem Schrank. Also hier treffen sie sich dann noch, die Pharaonen von heute. Ganz sicher, diese Freimaurer. Macht sie ein schönes Feuer. Tja, auf diesem abscheulichen Bild und die Schwester der Isis, da die Vermischung tun sie hier festlegen und da mit dem Baby, die Sonne, Isis. Das sind ja Sonnenanbeter, ne? Das ist die Vermischung mit der Lokalbevölkerung. Ne? Abscheuliches Bild hier. Suis, Sir Isis. Ja. Hier in Schloss. Und das ist der Teufel. Auf der einen Seite lässt er die Isis. Und das ist der Teufel hier. Mit all diesen Männern da mit dem Schwert, die tot gebracht haben. Das Sinnebild für die Männer auch. Fürchterlich. All die Ketten. Fürchterlich. Kriege und Vermischen. Art von Templerkapelle hier. Dreieck der Freimaurer. Mit Obelisken und alles drauf, überall. Shit. Auch hier in Gruyère. In der Tempel, ne? Noch mehr Obelisken, ganz klein. Mit dieser Säule, das Bündnis, das die Isis mit dem Baby. Hier in Zollikofen, Freimaurerloge Lennefsöre, die die Revolution gemacht haben. Mit einer riesen Antenne da drauf. Ja. Die kümmern sich wohl keinen Dreck da darum, dass Kinder nebenan nicht mehr schlafen können da und krank werden. Und es ist der gleiche Baustil, das werde ich nachher zeigen, wie die Mormonenkirche, ebenfalls in Zollikofen. Aber die Namen haben sie weggeholt nach meinem Brief. Mann, die Namen haben sie weggeholt. Hier war da der Richter Vicari aus Moseedorf, war hier da. Wir haben fotografiert, als er hier drin ging. Ja, hier stand noch Lennefsöre, das haben sie weggeholt. Oh je. Dann hat mein Brief etwas bewirkt, ne? Ja, und es ist dann auch Lennefsöre, die Revolution in Frankreich gemacht haben. Und also das Beweis dieser Antenne ist, dass die kümmern sich kein Dreck um unsere Gesundheit. Da, wo die Macht ist, steht noch eine Antenne. Und schauen wir das hässliche Gebäude da. Oh, der Tempel. Das ist die Mormonenkirche hier in Zollikofen. Und es hat irgendwie die gleiche Baustil wie komische Sache. Die gleiche Baustil da wie der Freimaurertempel, hier auch ebenfalls in Zollikofen. Sehr ähnliche Baustil. So, hier sind wir im Kannefeldpark in Basel. Kleine Tempel haben sie hier gesetzt mit zwei Säulen.
und da oben da drauf die Sonne-Hieroglyphe oder Ma'at mit den zwei Flügeln, wo das Wort Magistrat herkommt. Alles Pharaonensachen mit die Sonne in der Mitte. Das ist Ma'at da oben. Also hier noch immer im Kannenfeldpark, hier in Basel, ist noch ein Obelisk in diesem Pharaonerland, Schweiz. Überall Obelisken. Da ist die Post hier in Basel, in der Falknerstraße. Und das komische Gebäude hier, sieht man deutlich die Winkel und die Zirkel da. Hier in Muttenz gibt es sehr viele Obelisken, da mit Erddomination. Sehr deutlich sichtbar. Und für die Isis gibt es einen Brunnen und ein Wasserbecken. Hier bei der Anwalt, der Herr Adolf. Shit. Und die ganze Straße ist voll mit diesen Obelisken hier. Den einen nach dem anderen. Mit Knospe darauf. Da mit Brunnen. Und wahrscheinlich der Schloss da ist auch voll damit. Und, tja, nochmals der Herr Anwalt.